Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, Herr Dr. Ebel, dass ich hier die Möglichkeit habe, vor einem so großen Forum zu sprechen. Auch dir vielen Dank, liebe Gita, weil die Mediziner sind häufig mit den juristischen Gegebenheiten dann doch etwas verbunden. Das heutige Thema künstliche Ernährung am Lebensende ist eher sehr belastend. Künstliche Ernährung braucht alles sinnliche Erleben. Der Anblick leckerer Speisen, das Wahrnehmen der Düfte und das Geschmackserlebnis entfallen. Der soziale Wert einer gemeinsamen Mahlzeit wird von Ihnen allen sicherlich sehr geschätzt. Der künstlich Ernährte hat daran keinen Anteil und erleidet damit ganz erheblichen Verlust an Lebensqualität. Und auch dann noch das Lebensende anzusprechen, der Hinweis, dass unser Leben vergänglich ist, ist das Grundübel der Menschheit und drängt die Frage auf, wie gehen wir damit um. All das ist eine Zumutung, ich möchte mich dafür entschuldigen und danke Ihnen, dass Sie trotzdem so zahlreich erschienen sind. Mir ist sehr wichtig, die künstliche Ernährung anzusprechen und Sie damit zu konfrontieren, und ich will Ihnen den Anlass also auch nochmal deutlich machen, der mich damit bewogen hat, doch darüber zu sprechen. Ich habe als Hausarzt in Kreuzberg dann bei meiner regelhaften Hausbesuchstätigkeit an einem Sonnabend Nachmittag eine Patientin aufsuchen wollen und war dann also sehr befremdet, als ich merkte, dass dann also, als ich durch die Tür trat, ein vielfältiges Piepen aus allen möglichen Richtungen zu hören war. Es stellte sich dann heraus, dass also überall da, wo künstliche Ernährung praktiziert wurde, immer dann, wenn die angehängten Beutel sich entleerten, gab es ein Alarmsignal. Als Alarmsignal ist es klar, dass es also auch kein sehr angenehmes Geräusch ist. Ich habe dann nach dem Besuch meiner Patientin dann also eine Pflegende oder einen Pfleger gesucht. Das war sehr schwierig, weil es gab 4 Stockwerke und es war an vielen Stellen war zu sehen, dass also auch Hilfe ersucht wurde. Ich habe schließlich und endlich dann also eine völlig erschöpfte Pflegerin gefunden, die berichtete mir, dass sie tatsächlich alleine mit einer des Deutschen nicht mächtigen Hilfsperson in diesem Altenheim dann also eine Spätschicht zu bewältigen hatte. Das ist eine Situation, die vielfach zitierte Situation an Schläuchen zu enden, das ist hier traurige Realität gewesen. Die Würde dieser Menschen wird verletzt, wenn sie hilflos über längere Zeiträume ohne notwendige pflegerische Maßnahmen bleiben. Gerade die Situation eines Menschen, der ans Bett gefesselt ist, bedarf besonderer Aufmerksamkeit und Zuwendung. Es gibt einen Pflegenotstand, also die Ursachen sind mehr oder weniger bekannt, aber die Folgen möchte ich dann auch schildern. Also es ist in den Medien, nimmt das ja inzwischen breiten Raum ein. Vorgestern war es beispielsweise am Tagesspiegel, also auch auf dem Titelblatt. Sogar so, dass der Tatort dieses Thema dann also auch dramatisiert hat, und wie ich meine, es wäre also auch gut, wenn Sie den noch nicht gesehen haben. Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen, wie in unserem schönen Land also Pflege also auch vernachlässigt ist. Nun will die Große Koalition mehr Geld einbringen, aber es fehlen die Pflegekräfte. Krankenschwestern und Pfleger führen berechtigte Klagen, überbeansprucht und unterbezahlt zu sein. Das Personal, besonders in der Altenpflege, leidet unter geringer Wertschätzung in der Öffentlichkeit. Die Politik hat es versäumt, aus der absehbaren Entwicklung Konsequenzen zu ziehen. Sie hätte für in der Menge vermehrte und ausreichend qualifizierende Ausbildung sorgen müssen. Für diese Berufsgruppen finden sich aber wegen der geringen Attraktivität nur wenige zu einer Ausbildung bereit. All das kann Ängste in die Zukunft wecken. Ich wünsche mir aber, dass Sie Ihre Gelassenheit bewahren können. Mit Empfehlungen zu Ihrem Verhalten hoffe ich in meinem Vortrag dazu beizutragen, dass Sie würdelose und zu Recht gefürchtete Zustände vermeiden können. Scheuen Sie nicht die Beschäftigung mit den Themen am Lebensende. Ich kann Ihnen versichern, Gespräche mit Nachstehenden
führen zu fundiertem Kennenlernen und emotionaler Nähe. Hier meine erste Anregung. Kümmern Sie sich um Patientenverfügungen, die Ihren Vorstellungen zur künstlichen Ernährung mit konkreten Formulierungen entsprechen. Lassen Sie sich qualifiziert beraten und finden die Bevollmächtigte Ihres Vertrauens. Bei der unübersehbaren Zahl von Patientenverfügungen auf dem Markt ist es schwierig, die Übersicht zu behalten. Mir scheint ein gutes Kriterium einer Patientenverfügung, wenn Ärzte und Juristen als Autoren mit vereinter Kompetenz Sicherheit zur Durchführung ihrer Vorstellungen bringen. Im Vorraum haben Sie gesehen, es gibt also auch 3 verschiedene Patientenverfügungen und ich würde Sie bitten, dass Sie dann also auch noch das Material, das zur Verfügung gestellt ist, einfach dann also auch so weit wie vorhanden noch nutzen. Ich habe jetzt mal eine Frage, wie viele von Ihnen haben denn eine Patientenverfügung? Also es ist eine ganz, ganz große Mehrheit, das freut mich. Wie viele haben von Ihnen denn diese Verfügung gemeinsam mit dem Gesundheitsbevollmächtigten ausgefüllt? Es ist schon deutlich dünner. Und wie viele von Ihnen prüfen regelmäßig Inhalt und Aktualität Ihrer Patientenverfügung? Das sind schon wieder viele mehr. Also Sie merken, es ist eigentlich mehr ein Appell als eine Frage. Also überprüfen Sie bitte regelmäßig, ob Ihre Vorstellungen wirklich also auch nach dem entsprechen, was Sie also heute denken. Sie sollten also auch immer wieder Wiedervorlagetermine in Ihren Kalender eintragen. Sowas vergisst sich sehr leicht. Es ist sicher günstig, in dem Augenblick, wenn man also in der Patientenverfügung nochmal einmal drüber geguckt hat, dann also nochmal eine Unterschrift mit einem Datum einzusetzen. Das ist also, ich denke mal, alle 2 Jahre ist dann also keine Überforderung, aber macht eben also die Sicherheit der Durchsetzung der Patientenverfügung also doch relativ gut. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Ab welchem Lebensalter muss man das machen? Das ist eine gute Frage. Also im Grunde genommen kann ich dann nur darauf antworten, es ist eigentlich immer zu spät. Ja, also die Volljährigkeit ist sicherlich für das Aufsetzen einer Patientenverfügung dann also eine der Voraussetzungen. Und noch eine Frage, wer ist der Gesundheitsbevollmächtigte? Das ist derjenige, der also in späteren Zeiten für den Fall, dass Sie selber nicht mehr in der Durchsetzung Ihrer Vorstellung in der Lage sind, Ihre Ideen, Gedanken und Vorstellungen realisiert und durchsetzt. Okay. Ja, das ist eine von den ganz, ganz schwierigen Fragen. Ich komme da sicherlich nachher auch nochmal drauf und würde bitten, dass Sie das dann also nochmal im Anschluss, wenn wir dann also auch eine offene Debatte führen, dann also auch nochmal diese Frage wiederholen. Ich werde später nochmal zum freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit zu sprechen kommen. Also es ist eigentlich im Augenblick mehr bekannt als Sterbefasten, aber ich finde diese Erwähnung der Freiwilligkeit ist für mich etwas ganz besonders Wichtiges. Und das ist eben die Möglichkeit, um das eigene Ableben zu einem Zeitpunkt zu beginnen, der einem genehm ist und also auch die äußeren Bedingungen dann also für sich selber auch damit dann auch zu gestalten. Es ist eine Möglichkeit, um dem Sterben an Schläuchen zu entkommen. Im Folgenden werde ich mich auf den Fall konzentrieren, dass ein Mensch außerstande ist, seinen Willen selbst zu äußern. Bei Vorliegen einer Patientenverfügung oder wenn Angehörige den mutmaßlichen Willen bezeugen können, ist danach zu verfahren. Also das geltende Recht gibt hier ganz klar den Rahmen vor. Ich denke, das haben wir da von Dieter Neumann dann also auch noch in etwas juristischer Weise dann also auch nochmal erklärt bekommen. Kommen wir jetzt zu der künstlichen Ernährung. Also es gibt Voraussetzungen, dass sie überhaupt angewandt werden darf. Der Patientenwille genießt hier absolute Priorität.
Aber um den Patientenwillen umzusetzen, ergaben sich und ergeben sich auch heute noch massive Schwierigkeiten. So ignorierte die Ärzteschaft über viele Jahre die Therapiehoheit des Patienten. Das heißt, der Behandelte ist Herr über durchzuführende Diagnostik und Therapie. Alle Formen künstlicher Ernährung bedürfen einer ärztlichen Anordnung und dafür ist ein Einverständnis zu erwirken. Nur der Patient, der in der Lage ist, Nutzen und Risiken, die Tragweite des Eingriffs sowie dessen Unterlassen zu erkennen, kann eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Doch hier bestehen objektive Schwierigkeiten. Denn Entscheidungsbefugnis und fachliches Verständnis stehen oft in einem heiklen Verhältnis zueinander. Der Patient bringt Angst, Unentschiedenheit und Unwissenheit, der Arzt Zeitknappheit, ökonomischen Druck, Ressourcenknappheit, beide nicht selten Überforderung in die Gesprächssituation. Überbordende Informationen zu Gesundheitsfragen im Internet vermitteln Halbwissen. Ein exponentiell sich entwickelnder medizinischer Fortschritt mit immer neuen Therapien haben Leben und Sterben manipulierbar gemacht. Den Ärzten ist keineswegs der informierte und aufgeklärte mündige Patient beschert. Menschen nahe dem Tod sind mit einer Entscheidung in aller Regel überfordert. Die höchst schwierige Frage, kann eine Therapie Lebensqualität schaffen oder bedeutet sie nur eine Verlängerung eines leidvollen Sterbens, ist in der medizinischen Debatte leider sehr unterrepräsentiert. In Vorgesprächen zu Therapieentscheidungen findet partizipative Entscheidungsfindung, das ist leider ein Wortungetüm, zunehmend Beachtung. Sie bedeutet im gegenseitigen Zuhören und Verstehen, Sachverstand und emotionale Befindlichkeit zu allseits akzeptierte Entscheidungen zu führen. Kurz gesprochen, Ziel ist erreicht, wenn sich die Beteiligten nach der Entscheidung in die Augen sehen können. Zu künstlicher Ernährung, Suizidwunsch und Verhalten im finalen Stadium von Ärzten sind Politik und Führung der Ärzteschaft mit wenig progressiven Aussagen zu hören. Am Patienten tätige Ärzte stehen im Gegensatz zu der konservativen Einstellung der Bundesärztekammer für eine liberale Haltung bei der Erfüllung eines Patientenwunsches aus dem Leben zu scheiden. Hier kann ich als erfreuliches Beispiel den Dr. Christoph Turowski anführen. Er ist hier im Saal und ich begrüße ihn besonders herzlich. Er hat einer Patientin nach jahrzehntelangen Leidens mit Verordnung und Beschaffung eines Medikaments die damals legitime Selbsttötung ermöglicht und ihren Wunsch nach einer fürsorglichen Begleitung im Sterben erfüllt. Aktuell erging jetzt ein Freispruch. Mit dem Einspruch der Staatsanwalt ist die Sache in die letzte Instanz an den Bundesgerichtshof verwiesen worden. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wird also diese Klage als nicht substanziiert bezeichnet und es wird also auf die Art und Weise das Urteil endgültig rechtskräftig. Das hat seine Vorteile, aber wenn der BGH dann also nochmal eine Verhandlung aufnimmt und zu einem ganz endgültigen Urteil findet, wäre das sicherlich für die Sicherheit, wie Ärzte agieren können, die Sterbende begleiten, also eigentlich auch sehr wünschenswert. Das ist also hier nach seinem Freispruch im Landgericht. Also ich habe hier das nochmal ein bisschen weiter ausgeführt. Man muss eines wissen, in dem Augenblick, wenn eine staatsanwaltliche Klage dann erfolgt, heißt das, dass dann, also wenn es um einen Tötungsdelikt geht, werden immer auch Anwälte verlangt, die also da Zugang haben und die entsprechend also auch hohe Kosten dann also auch für sich veranschlagen. Und auf die Art und Weise ist es also leider nicht möglich, dass also weder mit der Arzthaftpflicht
noch mit einer persönlichen Haftpflicht diese Kosten abgedeckt sind. Also allein durch diese Anklage ist also ein finanzieller Schaden in fünfstelliger Höhe, also schon automatisch ergibt sich der. Das ist vielen einfach nicht bekannt. Also wenn das während laufender Praxis sich dann also auch abspielt, ist natürlich dann also auch ein Praxisbetrieb unterbrochen, was ja schon schlimm genug ist. Aber es gibt dann also auch noch eine ganz erhebliche Rufschädigung. Und das ist wirklich also für einen Arzt potenziell ein K.O. Ich komme jetzt nochmal zur künstlichen Ernährung. Wann ist sie zweckdienlich, wo ist sie gar nicht angebracht, welche Vor- und Nachteile ergeben sich? Früher wurden zur künstlichen Ernährung Sonden durch Mund oder Nase gelegt, Injektionen oder Infusionen in die Vene oder Gaben unter die Haut. Sie sind alle für eine längerfristige Versorgung mit Kalorien nicht geeignet. Ihr Nutzen bestand und besteht in der Versorgung mit Flüssigkeit zur Korrektur von Verschiebungen im Wasser- und Salzhaushalt und der Verabreichung von Medikamenten. Ein deutlicher Fortschritt bei langfristig notwendiger künstlicher Ernährung ist mit der Entwicklung der PEG erreicht worden. PEG, das heißt percutan endoskopisch kontrollierte enterale Gastrostomie. Ich komme nochmal drauf zu sprechen. Also, P steht für percutan, das heißt, es wird also durch die Haut endoskopisch, heißt das also im Rahmen einer Magenspiegelung. Und dann also Gastrostomie heißt also, dass also der Magen also durchbohrt wird. Wir sehen hier in dem Bild also, dass also diese PEG durchgeführt worden ist. Vielleicht ist dann also auch mit der Beschreibung des Anliegens, das deutlich zu machen, was eine PEG ist und wie sie also auch funktioniert. Das Anliegen geschieht auf die Art und Weise, am ruhig gestellten Patienten wird eine Magenspiegelung durchgeführt. Die zur Beleuchtung dienende Lichtquelle wird dann also so an die Bauchwand geführt, dass die dann also auch die Bauchdecke durchscheint. Und in diesem Bereich wird dann also auch mittels einer Kanüle ein Faden in den Magen gebracht. An diesen Gastroskopen ist also eine Zange, die fasst diesen Faden, und in dem Augenblick, wenn das Gastroskop aus Speiseröhre und Mund wieder entfernt wird, kann also an diesem Faden der innere Teil dieser Magensonde dann befestigt, dann in den Magen zurückgezogen werden. In dem Augenblick, wenn dann von außen also noch eine zweite Halterungsplatte angebracht wird, ist das ein entsprechend sicherer Sitz, und es kann dann also durch ein Stutzen dann also die Nahrung dann also auch in den Bauch geführt werden. Das ist jetzt die äußere Sicht, und so sieht es aus, wenn dann also noch ein Verband darauf gelegt ist. Es bestehen aber viele Gründe, so eine PEG nicht durchzuführen. Jeder Eingriff in den Körper ist einwilligungspflichtig und muss vorher also durch eine strenge Indikation gegeben sein, und die Einwilligung muss in Schriftform dokumentiert sein. Hat ein Patient in geistig bewusstem Zustand zum Beispiel durch eine Patientenverfügung oder durch die Aussage von Angehörigen einen derartigen Eingriff abgelehnt, darf trotz bestehender ärztlicher Indikation dieser Eingriff nicht durchgeführt werden. Genauso wie jeder Patient einen Arzt frei wählen kann, ist er also auch Herr über alle Behandlungen, die an ihm durchgeführt werden. Wenn ein Patient in ausreichendem Maße essen und trinken kann und gefüttert werden kann, dann ist also eine PEG kontraindiziert. Beispielsweise ist also ein Mangel an Pflegekapazitäten kein Grund für eine PEG. Das ist ein strafwürdiges Vorgehen. Wenn ein qualvolles Dasein ohne Aussicht auf Besserung bei schwerer Kommunikationsstörung, zum Beispiel Demenz, nur verlängert würde,
darf also auch nicht so vorgegangen werden, wir haben es gehört. Und in dem Augenblick, wenn also ein Sterbeprozess eingetreten ist, kann man dann natürlich also auch da, also wirklich nur einem Patienten seinen Frieden lassen. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, ab wann ist ein Sterbeprozess gegeben. Also die Möglichkeiten, das also objektiv zu bestimmen, ist sehr schwierig. Also ich habe beispielsweise das gerne dann also auch immer im Benehmen mit den erfahrenen Pflegerinnen und Pflegern dann also auch besprochen, wie zu verfahren ist, ob ein Sterbeprozess schon eingeleitet ist oder ob ein Patient dann also auch noch einige Zeit mehr auf dieser Erde bleiben kann. Die Indikation für die PEG, also zunächst mal Indikation, was ist das? Ist also auch einem bestimmten Krankheitsbild angemessene Behandlungsmaßnahme, die also auch sich ergeben muss. Hier ergibt sich für den Patienten natürlich dann immer also auch ein Vorteil. Ist das nicht der Fall, dann darf also auch nicht so gehandelt werden. Im Falle der PEG ist es so, wenn das für einen kurzfristigen Einsatz vorgesehen ist, ist es sicherlich also auch sehr viel leichter, eine Entscheidung zu treffen, als in dem Augenblick, wenn eine dauerhafte Anlage dann also auch geplant werden muss. Und da muss dann also auch sehr genau diese Indikation überdacht sein. Mechanisch bedingte Schluckstörungen sind also ein Anlass, die PEG zu legen. Das sind Erkrankungen des Mundes, des Rachens, Speiseröhre oder Mageneingang, zum Beispiel Tumoren, Vernarbungen nach Verätzungen, nach Bestrahlungen oder wenn die Kaufähigkeit bei Verletzungen oder Operationen im Gesichts- und Kopfbereich, also im Gesichtsschädel, dann häufig also auch einen Kauen unmöglich machen. Es gibt neurogene Schluckstörungen, zum Beispiel nach Schlaganfall, also einem ALS oder einem MS, also es ist vielleicht jetzt zu weit, das nochmal genau auszuführen, auf jeden Fall Patienten, die da Schluckstörungen entwickeln, bei denen ist eine PEG wirklich dann auch angebracht, vorausgesetzt, dass der Patient also auch einen Lebenswillen hat. Ein Koma nach schwerem Schädel-Hirntrauma wird heutzutage auch grundsätzlich mit einer PEG behandelt, weil auf die Art und Weise die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich höher wird. Bestimmte Formen einer schweren Mangelernährung, zum Beispiel wenn ein Krebskranker eine Appetitstörung entwickelt, dann ist eine PEG angebracht, weil auf die Art und Weise also dem Patienten dann noch die notwendigen Stoffe dann also auch in den Körper gebracht werden können. Es gibt auch eine Palliativmaßnahme, das ist also eine sehr elende Erkrankung. In dem Augenblick, wenn der Darm nicht mehr zum Transport in der Lage ist, ergibt sich das sogenannte Miserere oder Koterbrechen. In dem Fall ist also die Anlage einer PEG für den Patienten eine wirklich sehr sinnfällige Maßnahme, weil er dann also auch sozusagen diese schlimmen Zustände nicht erleben muss. Eine PEG ist nicht einfach nur eine Sache, die also von vielen also auch gut vertragen wird. Es gibt häufig eine Komplikation und das ist also, wenn man unterstellt, dass ja also auf die Art und Weise diese normale Kaskade von Essen und Trinken also umgangen wird, das heißt also in dem Augenblick, wenn man Speisen sieht, fließt der Speichel und es werden ja auch schon im Mund Enzyme für die Verdauung bereitgestellt. Es wird dann also auch im Magen, werden also die Säfte dann auch mobilisiert und wenn also einfach nur in den Magen irgendeine Nährlösung gegeben wird, da kann es also sehr häufig zu Komplikationen kommen. Durchfallen ist eine ganz, ganz häufige Geschichte und die Frage ist immer, ob man nicht mit einer entsprechenden Nährlösung dann also auch diese Komplikationen umgehen kann. Das wird versucht, aber es ist niemals möglich, also diesen natürlichen Gang der Ernährung dann also auch nachzuahmen. Häufig kommt es zu Wasseransammlungen im Körper.
also bis zum Lungenödem, also das heißt, das Wasser dann also auch in der Lunge die Aufnahme von Sauerstoff begrenzt. Eine individuell unangepasste vermehrte Flüssigkeitsgabe hat also die Folge, dass also vermehrt Stuhl und Urin produziert werden mit der Gefahr des Durchliegens, und das sind dann also auch erhöhte pflegerische Anforderungen, die sich von daher ergeben. Ein vermehrter Bronchialschleim bringt Risiken für entzündliche Veränderungen in den Atemwegen bis hin zur Lungenentzündung. Die Häufigkeit erheblicher Langzeitkomplikationen und Schädigungen wird inzwischen bei 30-70% der künstlich ernährten Patienten angegeben. Nur 30% der über eine PID ernährten sind normgewichtig. Das sind ganz schlechte Zahlen. Eine Vielzahl amerikanischer Untersuchungen, aktuell auch eine italienische Untersuchung, hat ergeben, dass Lebensqualität und Lebenserwartung gemindert werden. Also die Möglichkeit, einem Patienten das Essen über einen Löffel zu bieten und ihm damit also auch eine Ernährung zu ermöglichen, ist der eigentliche Weg, aber die Kapazitäten der Pflege sind leider eher minimiert. Also selbstverständlich, muss man mal einmal gucken. Bei einer künstlichen Beatmung liegen also ähnliche Probleme vor. Also künstliche Beatmung ist ja sehr, sehr viel kostenträchtiger, und Patienten sind da ja also in aller Regel dann also sediert zu einer eigenen Aussage über ihre Vorstellung, ob eine Beatmung weitergeführt werden soll, ja oder nein, meist nicht in der Lage. In jedem Fall ist also, bevor man eine PIG anlegt, die Vor- und Nachteile abzuwägen. In jedem Fall wird es sinnfällig sein, also auch in dem Fall, dass Patienten nicht einwilligungsfähig sind, die Indikation dann zu überprüfen und einen Termin zu setzen, wo also die nächste Konferenz einberufen wird, um zu überprüfen, ob weiter eine PEG bzw. eine Beatmung dann also auch weitergeführt werden soll. Die Daten über die Häufigkeit von PEG-Sonden berufen auf unterschiedlichen, nicht sehr aktuellen Schätzungen. In Deutschland werden etwa 150.000 PEG-Sonden jährlich gelegt. Das ist eine ungeheuerliche Zahl, und es ist so, dass also in der Tendenz da eher die Zahlen ansteigen. Betroffen sind zu 65% ältere Menschen. Davon sind schätzungsweise 30-50% psychisch oder demenziell erkrankt. Insbesondere für diese Patientengruppe wird der Nutzen der Ernährungssonde heute in Frage gestellt. In vielen Untersuchungen wurde klar, dass Anbieten von Speisen im Vergleich zu künstlicher Ernährung mindestens gleichwertig in der Lebenserwartung deutlich bessere Lebensqualität bringt. Schätzungen besagen, dass 70% aller PEG ohne eine klare Indikation sind, also ohne eine rechtliche Grundlage. Wenn man sich vorstellt, wie viel also an PEG wirklich also nicht indiziert sind, und man würde die also auch beenden auf eine gute Art und Weise, wäre also für unser Gesundheitswesen eine ungeheuerliche Entlastung und also damit also auch das Pflegeproblem in großen Anteilen dann also auch gegenstandslos. Es wäre dann möglich, wirklich also alle Pflegebedürftigen dann also auch nach optimaler Art und Weise zu behandeln. Die Frau Dieter Neumann hat also auch diesen Fall geschildert. Dieser Fall ist, wo ein Arzt zu einem Schadenersatz verurteilt wurde, weil er ein Leiden über Maßen verlängert hat. Da ist es so, dass also immer wieder die Indikation kurzfristig nochmal zu überprüfen ist. Also
In dem Augenblick, wenn ein Leiden nur verlängert wird, ist eine Umstellung von kurativ zu einer palliativen Behandlung angezeigt. Was heißt das? Kurativ bedeutet zur Aushaltung einer Krankheit mit gegebenenfalls sehr eingreifenden Maßnahmen behandeln. Palliativ heißt, möglichst weitgehend Beschwerden zu lindern. Also in diesem Fall, wenn sich erweist, dass das also nicht gut ist, muss diese Beatmung und also auch die künstliche Ernährung eingestellt werden. Patienten, denen man dann also diese Maßnahmen vorenthält, müssen dann also auch entsprechend dann also genau beobachtet werden. Also es geht darum, dass Unruhe oder Schmerzen oder Unwohlsein dann also entsprechend so behandelt werden, dass diese Menschen wirklich also auch nicht leiden. Eine Nahrungsverweigerung wird ja häufig von der Umgebung als beunruhigend empfunden und kann sogar Schuldgefühle auslösen. Nach dem Berliner Palliativmedizin der Ritter ist Unfähigkeit und auch der Widerwille, ernährt zu werden, der Beginn der finalen Entwicklung einer Erkrankung. Wenn man also einem Menschen sagt, man kann einen doch nicht verdursten lassen, das ist also wirklich falsch, denn Angst vor Verdursten ist nicht gerechtfertigt. Verhungern und Verdursten sind definiert, aus erlittenem Mangel ungewollt das Leben zu verlieren. Im Sterbeprozess bei nachlassender oder eingestellter Flüssigkeitszufuhr gönnt die Natur durch hormonelle Umstellung einen Zustand gedämpften Bewusstseins, Angstlösung, verminderte Schmerzempfindung und erhöhte Schlafbereitschaft für das Sterben eine gewollte Entwicklung. Das Durstgefühl wird ausschließlich über Feuchtigkeit der Mundschleimhaut vermittelt und durch optimale Mundpflege ist Durstgefühl vermeidbar. Ich komme jetzt zum nächsten Abschnitt, aber ich merke, ich habe meine Zeit doch deutlich überzogen. Und zwar, das Leiden sterben zu wollen, ist ja so, dass viele hier in unserem Land bei der Möglichkeit, aus dem Leben zu scheiden, auf keine sichere, legale und humane Möglichkeit zurückgreifen können. Auf jeden Fall sind also gewaltsame Selbsttötungen zu vermeiden. Also die U-Bahn-Fahrer, die es erleben mussten, dass also ihre von ihnen gesteuerte U-Bahn einen Menschen überfährt, ist sicherlich also auch, das geht ja bis zu Berufsunfähigkeit, ein ganz schreckliches Ereignis. Also ich denke auch, dass beispielsweise eine Reise in die Schweiz, um zu sterben, ja also auch nicht unbedingt sehr würdig ist und es ist einmal mit erheblichen Kosten verbunden und zum anderen findet das dann also auch nicht in der gewohnten Umgebung statt, was sehr viele sich sehr wünschen. Also ich darf noch mal kurz zum freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit kommen. Also das ist eine Alternative, von der ich meine, dass sie also wirklich von vielen genutzt werden kann. Ich hoffe sehr, dass der Paragraph 17 in absehbarer Zeit durch das Urteil des Bundesgerichtshofes so modifiziert wird, dass also Ärzte, die also in diesem Zusammenhang begleiten, keine Strafe mehr als Menetekel über sich fürchten müssen. Sterbefasten ist also ein Suizid, das ist juristisch, glaube ich, gar nicht anders zu werten. Und das hat dementsprechend auch Folgen. Es muss dann also einiges gesichert sein, um nicht gefährdet zu sein, dass ein Staatsanwalt kommt. Dazu gehört, dass also eine Patientenverfügung vorliegt, eine Vorsorgevollmacht und eine Garantenpflichtentbindung. Das ist für viele offensichtlich immer wieder etwas unklar. Also Garanten sind alle diejenigen, die einen hilflosen Menschen vorfinden. Derjenige, der ihn auffindet, muss dafür Sorge tragen, dass dem also auch geholfen werden kann. Und in dem Augenblick, wenn jemand also freiwillig aus dem Leben scheiden möchte, muss er also eine Garantenpflichtentbindung dann also auch ausfüllen. Verantwortlichkeit und Geschäftsfähigkeit sollten dann also auch erstellt sein.
Also es hat sich erwiesen, dass also alle diese Unterlagen in einer Mappe dann also so zusammengeführt sind, dass das also auch sehr leicht einsehbar ist. Alle die Maßnahmen, die nicht gewünscht sind, wie Transport aus der eigenen Wohnung oder Intensivmaßnahmen oder Wiederbelebung, sollte also ganz kurz gefasst dann also auch vorne in dieser Mappe direkt auch sichtbar sein. Ganz wichtig ist die Pflege. Also jemand, der also auch in den letzten Tagen dann also auch zunehmend unfähig ist, sich zu bewegen, läuft Gefahr, also auch durchzuliegen. Dagegen hilft eigentlich nur, dass man dann also auch nach den Regeln der Pflege dann also jedem, der also eine Ausbildung in der Richtung genossen hat, dann also auch möglich ist, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Und es geht dann also auch um die Mundpflege. Ein Durstgefühl wird ausschließlich vermittelt über die Feuchtigkeitsverhältnisse in der Mundschleimhaut. Und da muss intensiv gewirkt werden. Also das ist sicherlich so, dass die Pflegenden das machen können, aber die sollten auch Angehörige unterweisen und auf die Art und Weise, dass dann also in den gebotenen kurzen Abständen dann wirklich also Mundpflege betrieben wird. Ich mache es mal ganz kurz. Ärztliche Maßnahmen sind also auch selbstverständlich also auch fortzuführen. Beispielsweise eine vorbestehende Medikation muss angepasst werden. Oft ergibt es sich, dass Schmerzmittel ohne die Zufuhr von Flüssigkeit dann also auch stärker wirken. Manchmal muss aber auch auf eine andere Applikationsart umgestellt werden, weil Tabletten können nicht gut geschluckt werden. Aber in der Art und Weise, wie beispielsweise Opiate, also die Wirkung des Schlafmondes bringen, dann also auch in unterschiedlicher Form appliziert werden können, ist es so, dass da also auch in jedem Fall eine lückenlose Versorgung dann also auch sichergestellt werden muss und sichergestellt werden kann. Ich fasse nochmal zusammen. Kümmern Sie sich um eine Patientenverfügung. Beschäftigen Sie sich mit Ihrem letzten Lebensabschnitt. Füllen Sie die Patientenverfügung mit den zu Bevollmächtigenden gemeinsam aus. Ich kann Ihnen versichern, der Umgang mit dem eigenen Ende nimmt Ihnen die Angst vor dem Sterben. Professor Borasio, wir haben ihn ja auch in dem Film also gesehen, ist also ein anerkannter Palliativmediziner, hat in seinem Buch Selbstbestimmt Sterben drei wichtige Ratschläge gegeben. Erstens, reden. Zweitens, reden. Drittens, reden. Treffen Sie Vorsorgen für ein friedliches Ende, so erwächst Ihnen Gelassenheit in der Vorbereitung auf Ihren letzten Lebensabschnitt.